So, okay. Operation, ich bin vor allem Single. Erstmal obligatorisch nach Secret suchen hier. Solange uns die Gegner noch nicht entdeckt haben. Kann mich nicht irgendwo verschanzen. Ja doch, hier habe ich eine relativ gute Position. Okay. Nein. Hä, geht der wirklich? LOL! Direkt mal speichern. Für diese grandiose Idee. Gut. Okay. Oha. Hä? Voll krass, fragen, wo der Imp ist. Wow. Okay, da ist noch was. Was sich bewegt. Also nur zur Info, wenn ich immer so zwischen den Fax sage, dann liegt es daran, dass ich völlig gerade kurz davor Munition aufgenommen habe, die ich eigentlich noch gar nicht hätte brauchen. Gebraucht. Sprich, also verschwendet habe. Gut, wo kommt hier nicht rauf? Muss man das Ding aufsammeln, um irgendwas zu triggern? Nein, muss man nicht. Okay, dann lasse ich das auch erstmal. Braucht man nämlich noch nicht. Ne, weil manchmal ist es so, dass man bestimmte Items aufsammeln muss, weil genau unter dem Item ist dann so ein Trigger, den man damit auslöst, und dann tut sich irgendwas in der Map. Und deswegen ist es halt so gedacht, dass man manche Maps, manche Items halt aufheben muss. Ah, hier hat sich was getan. Okay. Okay. Was? Macht keinen Sinn, aber gut. Siehst du? Kann ich mal ganz kurz gucken. Manchmal sind nämlich direkt im Fassel Sachen versteckt. Nee, hier nicht. Schade eigentlich. Na gut. Oha. Yay. Geile Schussposition hier. Gefällt mir. So, wie sieht's hiermit aus? Brauchen wir bloß eine. Sehr schön, dann liegt nämlich genau eine. Da auch.
Ah, bei den Fässern immer schon aufräumen. Denn was man selbst nicht wegräumt, kann einem sehr schnell zu einem Gefängnis werden. Oh, hier darf man nicht durchlaufen. Ach so, ist so eine Kläranlage. Ah, hier wird das Wasser praktisch reingepumpt. Die Wand ist eine magische Wand, damit alles kommt da raus. Und dann kommt hier das saubere Wasser und wird wieder rausgepumpt. Na komm. Hä? Leck mich doch! Ach so, hier ist ein Schalter. Immer Sachen, die so... Nee. Hä? Leck mich doch jetzt. Was ist denn hier los? Was muss ich denn machen hier? Ich will einen Anwalt. Ich versuche mal rüber zu springen, um eine Chance zu bekommen. Hieronymo! Was muss ich denn jetzt machen? Muss ich wieder hoch oder was? Ach. Na komm, mach ne. Ja. Mach halt. Nein. Ist hier was aufgegeben? War hier so ein Gitter vor? Ja doch. Na, nee, mach noch. Meine Güte. Da hing gerade Dreck in der Luft. Alter, genauso wie vorhin mit dem Imp, ja? Ich gucke, da ist keiner. Ich gehe weg, man schiebt mich ab. Das ist doch... Nein! Und sowas im Jahr 2000. Okay, ein Schalter. Okay. Ein paar wilde Menschen. Ein freier Wildbahn. Was? Dass die alle Türen öffnen können, ey, das ist ja schon ein bisschen beunruhigend. So, jetzt haben wir da einen Knopf und wir haben da einen Knopf. Interessant, dann drücken wir einfach mal einen von den beiden. Okay. Ach, wieder so ein Ding wie letzten Level? Oder wie jetzt? Ja, wieder mit Türen. Rennt der erstmal von mir weg? Hä? Was? Das war der andere Raum, ne? Wo wir schon drin waren. Okay. Na, warte. Nee, müssen wir erstmal hier ordentlich hinsetzen. Banzai. Ist kräftig beten. Okay, wir sind bereit. Mentalisch und physisch. Wo denn? Alter. Was? Ach so, wow. Kommt doch. Da kommt keiner. Hast du voll überhaupt nichts gebracht. Jetzt aber gut, ja. Weil das Blöde ist immer, was mich gerade so ein bisschen wehrlos gemacht hat, wenn man teleportiert wird, kann man sich für eine kurze Zeit nicht rumdrehen. Dann ist praktisch die Maussteuerung defekt, also halt blockiert, ne? Und dadurch konnte ich mich nicht nach links drehen und Stimme abschießen. Aber die konnten natürlich schon mit abschießen, ne? Boah, Alter, ich hatte diesen scheiß Teleporter. Was muss er denn hier machen? Ich renne raus, hab keinen Bock mehr. Er leckt mich alle am Arsch. Och nein! Was ist denn hier los? Alter, ich hab sowas. Nein. Komm, warte mal, ich leck mich wieder, kann ich nicht. Ich guck mal ganz kurz was. So. Ach, ich kann hier gar nicht mehr. Och man, Alter, leck mich doch mal am Arsch. Ist doch unfair. Ist doch. Nein. Die.
Fotzen. Was habe ich jetzt gerade gemacht? Gut. Hä? Achso, weil ich gerade die Raketenwaffe aufgesammelt habe. Ich wollte gerade sagen, ich habe da gerade 3 Raketen abgeschossen. Die können mir gerade meine einzige fehlen. Aber. So, jetzt wird's blutig. Alter, wie viele! Ach, die kommen da rüber! Alter, hä? Einfach mal kreuzweise hier. Achso, ja, stimmt ja. Ist ja ohne Magazin. Ich kotze gleich am Strahl hier. Ist doch nicht mehr gesund. Ich habe auch noch keine Karte. Ich brauche eine gelbe Karte, sonst komme ich in eine andere Tür. In die Tür nicht rein. Die Frage ist, wo bekommt man die her? Ach so, ah, ja, okay. Ich habe jetzt irgendwas freigeschaltet, womit ich an den gelben Schlüssel rankomme. Die Frage ist nur was. Ah, Alter, leck mich doch mal schnell runter, ich fahr runter. Macht was ihr wollt, Leute, leckt mich. Ist doch nicht mehr normal hier, Alter. Ich habe langsam sowas von überall Pinkies, überall Lost Souls. Was? Wo denn? Achso. Macht was er wollt. Regelt das unter euch, Deppen. Was? Okay, ich brauche immer noch eine gelbe Karte. Wo war die denn jetzt? Ah, okay. Es hat sich eine Treppe erhoben. Hä? Ach da. Jetzt komm raus. Meine Güte! Ich will ein Secret haben! Oh! Der Minigun. Ja, die roten sind immer die besten. Mal ihn ab. Endlich mal einer, der nicht nur da steht und dem Feind am besten gratuliert zu irgendwas. Hä, von? Ach so. Ah, okay. Nein. Danke. Weg da. Hä? Was hat jetzt dieser Abzweck hier für einen Sinn gemacht? Achso, klar, ich habe gerade die Rüstung bekommen. Ja, komm raus! Genau. Jawohl, ja, so macht man das perfekt. Oh.
kann ja nicht jeder so dumm sein wie diese scheiß Plasma-Leute. Ja, die haben ja der wohl Plasma im Hirn. Bevor er fragt, ja, das mit dem Plasma im Hirn sollte bewusst beleidigend sein. Das war es, keine Diskriminierung oder sowas. Ich habe nichts geläutet mit Plasma im Hirn, aber dann doch wenigstens intelligente Plasma. Eigentlich auch mal geil, so Plasma hören. Wird bestimmt in 30 Jahren auch von AMD auf den Markt gebracht. Einfach Prozessoren, die auf Plasma basieren. Nach jahrelanger Forschung in der Biotechnologie werden wir jetzt unseren ersten neuronalen Chip vorstellen, die da basiert auf Plasma-Nanoröhrchen. Und auf Lost Souls. Da kommt nur her hier. Arschloch. Plasma-Waffe! Wenn ich nicht wüsste, dass das eine Falle ist, wär's geil. Es ist keine Falle? Seid ihr denn Dennis Wahnsinn? Ihr könnt doch hier keine Plasmawaffe aufstellen, die dann keine Falle ist. Das ist doch quasi Verschwendung von Potenzial. Das gehört illegalisiert. Oh, Anzug. Es wird also definitiv ungemütlich. Alter, ich spreche doch schon wieder viel zu oft. Och, nee. Da kommen wir rein, geh rein. Fuck. Immer rein da. Warum schießt du durch die Wand durch? Und warum wirst du durch die Wand getroffen? Junge, hast du noch nie was von Physik gehört? Was? Ich bin eh gleich tot, von daher können wir noch schnell beten. Oh, lieber Herr im Himmel. Leckt mich fett. Ich wollte gerade reingehen, um noch mal ein paar Gegner anzulocken, aber... Okay, keiner mehr da. Gut, dann kann ich jetzt die Rüstung anlegen und dann... mal reingehen, gucken, was hier abgeht. Der kam schon wieder nicht mit. Arschloch. Wow. Das war gerade ein Audiofehler auf meinem linken Ohr. Hat gerade ganz schön geknackt geklungen. Oh nein! Nein, 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 leck mir alle Haare. Was wollt ihr denn hier? Wieso rennst du denn mit mir? Ja, aus jetzt, ja. Ich hasse sowas. Nein, halt, stopp. Kriege ich den irgendwie reingelockt? Kriege ich den irgendwie, dass er da reingeht? Hier, so bam, und jetzt Arschloch. Wie ging denn das? Man kann die Gegner irgendwie... Gegner da schon. Man kann die Leute irgendwie voreinlocken. Dazu muss man aber praktisch... Okay, gar nicht. Alter, ernsthaft jetzt? Na komm. Komm. Du gehst ja jetzt rein. Oh! Man kann also doch einen ohne Chance bekommen. Oh, dass die Tür zu geht. Okay. Aber vielleicht wird das eine Möglichkeit. Guck mal ganz kurz, ob ich hier das Spiel austricksen kann. Fuck, nein, geht nicht. Mann, warum konnte der nicht mit rein? Muss ich ihn jetzt an die Leine nehmen oder was? Du, mein Freund, da rein. Sakrileg, du kommst jetzt hier rein. Na komm! Was ist schon was drinne? Da musst du hin. Junge, mein Rüstung ist gleich vorbei. Nein, sehe ich nicht. Dankeschön. Endlich. Holy moly. Ist ja nur schon meine halbe Rüstung weg hier, ne? Da. So, was jetzt?
Ach da! Oh Gott! Und was jetzt? Ach da! Auch leck mich doch! Nein, mein Ritt ist gleich vorbei! Komm, wir kommen hier raus! Achso, ist offen! Wow! Alter, das muss man doch einem gesagt bekommen, dass es hier offen ist. Ey, ich hasse es auf dem Boot so rumzuschwittern hier. Oh, meine Güte, muss man denn ja an alles denken. Das war dumm. Es geht nicht auf. Warum geht es jetzt nicht auf? Ach, leck mich doch. Was ist schon wieder los hier? Wer schießt denn hier? Alter. Das ist doch... Nein! Komm, Arschloch. Ist das behindert, Alter. Alter, Schwede, ich hab sowas von. Absolut. Hä? Was hat uns denn der Raum jetzt gebracht? Brauchen wir noch eine rote Karte, okay? Oh, Alter, kommen die denn schon wieder alle her? Kein Kommentar. Ich hasse diese scheiß Spectre. Da sieht man überhaupt nicht, wo die sind, ey. Das ist doch Bullshit. Alter, unser Kollege ist auch schon wieder tot. Ich hab keinen Bock mehr. Das ist doch... Nein, man wird uns doch gerade. So, ich werde jetzt einsammeln. Das interessiert sie gar nicht. Na gut. Na, oh, Vollidiot. Das ist so behindert mit solchen Räumen. Man hat zum einen Zeitdruck, weil der ganze Raum ist giftig, also irgendwie verstrahlt oder was immer das darstellen soll. Man muss also fertig werden, bevor die Zeitanzeige vorbei ist, die ihr gar nicht seht, wegen meinem Face.
Dann hat man auch noch diese scheiß Spektre, also man kann keine starken Waffen einsetzen, wenn man durch die Spektre, also die Raketenwehr zum Beispiel, wenn man durch die Spektre Gefahr läuft, dass man selber getroffen wird, weil die direkt vor einem stehen. Und die Plasmawaffe kann man auch nicht einsetzen, weil diese scheiß Lost Souls einem so nahe kommen, dass man sich mit der Plasmawaffe auch wieder nur selber umbringt. Also das ist... So, hier muss ich jetzt auch wieder aufpassen, was ist jetzt hier alles aufgegangen? Hä? Wollt ihr mich verarschen? Von hier kam noch gerade ein Lost Soul. Ist jetzt nicht mehr normal hier. Ja, ich bleib da in der Wand stecken hier. Wow. Meine Fresse! Ich meine gut, das muss man auch ehrlich dazu sagen, dafür kann die Map jetzt nicht wirklich was, weil die Map ist ja nicht dafür gedacht, dass man die zusammen mit Brutal Doom spielt. Is he dead? Huh. Okay. Wir haben noch 11 Gegner. Und alles Lost Souls garantiert. Welche Waffe nehme ich denn jetzt am besten? Ach, die kommen hier gar nicht rein. Ah, das ist natürlich geil. Das heißt also, ich kann auch so eine Waffe hier benutzen. Wenn ich den treffen sollte. Oh. Doch ein bisschen nah. Fuck. Oder war das wieder der Rückstoß? Mann, Alter. Oh, Alter. Ich wünschte, wir haben noch eine blaue Perle irgendwo. Achso, ja, siehst du, apropos blau, wir haben hier noch eine blaue Rüstung. Mindestens etwas. Was ist das hier? Achso, das Ding. Gut, Munition. Ach ja, siehst du, Munition. Da hatten wir hier noch das eine Lager da. Ich komme da gar nicht mehr rein. Ist ja hässlich. Na gut. Lag zwar schon viel Munition, aber gut. So. Ja, würde ich mal sagen, das war's denn soweit. Ich glaube mal, Plasma-Munition kriege ich hier keine.
Wir hätten noch zwei Sieg. Ah, da ist noch ein Secret. Schau mal an. Okay, das war ein Secret. Doch die Frage ist, wie kommen wir da rein? Jetzt sind wir wieder hier oben. Ich dachte, wir kommen von hier aus irgendwie in das Secret da rein, aber irgendwie doch Fehlanzeige. Na gut. Ich gucke noch mal hier lang. Nope. Ganz heikel. Okay. Dann soll es uns auch egal sein. Wie gesagt, ist ja nicht Doom for Doom, weil wir dafür Punkte bekommen, dass wir alle Secrets sammeln. Von daher. Ist es auch nicht so schlimm, wenn man da eins oder zwei nicht hat. Ich meine, gut, vielleicht wäre da eine blaue Perle drin gewesen, kann ja sein, aber letztendlich schauen wir vor.